Jenseits des Süddamms im westlichen Lanoscea befand sich einst eine Siedlung. Sie hieß Halbstein. Den ersten Angriff Leviathans überstanden wir dank der mutigen Kämpfer des Heeres der Helden. Der Mahlstrom hatte sich zu dieser Zeit ja noch gar nicht formiert. Doch als der Primae nach der 7. Katastrophe aufs Neue beschworen wurde und in rasendem Zorn die Wogen himmelhoch aufpeitschte, wurde in Halbstein alles dem Erdboden gleichgemacht. Die Fluten wuschen den fruchtbaren Boden hinfort. Zurück blieb nur Fels und Geröll. Dort haben sich nun die Sahagin niedergelassen. Ganz recht. Die glitschigen Gesellen haben dort einen Laichplatz im großen Stil errichtet. In Anbetracht der großen Zahl von Kristallen, die als Opfer für Leviathan gestohlen wurden, und der Schar von Besessenen in dem Gebiet, können wir wohl davon ausgehen, dass der Primae so stark ist wie nie zuvor. Diesmal würde er nicht bei einem kleinen Gebiet wie Halbstein Halt machen, sondern ganz Limsalominsa mit einer Flutwelle wegspülen. Die Seeschlange muss gehäutet werden! Um jeden Preis. Keine Einwände, Admiral. Doch wie sollen wir das anstellen? Die See ist Leviathans Revier. Die Ablenkungsflotte versank, bevor sie sich ihm auch nur auf 100 Jalme nähern konnte. Und ihre Geschosse vermochten seine Verteidigung nicht zu durchdringen. Ich habe die Berichte gelesen, Tancred. Fürwahr. Wir hätten ihn mit Ausflugsbooten angreifen können, es wäre aufs selbe hinausgelaufen. Ein tiefschwarzer Tag für den Mahlstrom. Doch es muss eine Möglichkeit geben, es muss! Das Heer der Helden triumphierte über Leviathan, indem es ihn in eine Bucht lockte. Doch das Wissen darum wird uns nicht nützen. Diesmal müssen wir uns dem Primae auf offener See stellen. Admiral, mit Verlaub. Sprich, Einser. Leviathans stärkste Waffe ist die See selbst. Wellen und Strudel, Gezeiten und Strömungen, über all diese Kräfte gebietet er. Der Schlüssel zum Sieg, so denke ich daher, ist es, unseren Feind zu entwaffnen. Genau diese Taktik verhalf ja auch dem Heer der Helden zum Erfolg. Ein zweites Mal wird Leviathan auf denselben Trick nicht hereinfallen. Doch wenn wir das Wasser selbst entkräften könnten? Ich habe von Apparaturen gehört, die zu so etwas imstande sind. Sie sollen mit denaturierten Kristallen funktionieren. Ein solches Gerät könnte verhindern, dass Leviathan das Meer in seiner Allgewalt auf uns hetzt. Er wäre dann nicht gefährlicher als jede andere Seeschlange auch. Aber natürlich. Sid tat doch etwas ganz Ähnliches, um die Enterprise sicher durch Garudas Stürme zu manövrieren. Nicht wahr? Mir erzählte ein alter Bekannter davon, ein Hermetiker auf Wanderschaft. Solange es klappt, ist mir egal, wer die glorreiche Idee hatte. Befrage deinen Freund zum Aufbau der Apparatur und ich werde Naldig und Vimelli mit der Konstruktion beauftragen. Eines jedoch möchte ich zu bedenken geben. Das wäre lediglich eine Verteidigungsmaßnahme. Wir brauchen aber auch etwas, um das Mistvieh auf den Grund des Meeres zu schicken. Außerdem nehme ich an, dass wir eine gehörige Menge denaturierter Kristalle benötigen, um die erhoffte Wirkung zu erzielen. Nicht einmal unser größtes Schiff wäre in der Lage, mit solch einer schweren Ladung an Bord noch vernünftig zu manövrieren. Vermutlich nicht. Zwei aber vielleicht schon. Darf ich an Rauschebarts größten Coup erinnern? Es heißt, er habe zwei Schiffe zusammengetäut, um damit seine Beute in Sicherheit zu bringen. Mit eurer Erlaubnis könnten wir dasselbe versuchen. Ganz sicherlich wäre es schneller, als ein neues Schiff zu bauen. Was du nicht sagst. Ein Trick, der diesem Halunken ähnlich sieht.
Du bist wie immer gut über den Piratenkönig informiert, Einser. Man tut, was man kann. Nun, wie auch immer. Meinem Verständnis nach werden wir unser Zwillingsschiff mit Leviathan verteuern müssen, um den Apparat ganz nah an ihn heranzubringen. Dieser Vorgang alleine ist schon eine Herausforderung für sich. Wir brauchen genug Geschwindigkeit zum Rammen. Und mit Blick auf die schwere Fracht werden wir dafür ein Zugschiff benötigen. Es ist ein riskantes Unterfangen. Darum melde ich mich freiwillig für das Kommando. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Also gut. Rainer, sammle unverzüglich den Rest unserer Flotte in der Morabi-Bucht. Ich will jeden Kahn dort sehen, der auch nur ansatzweise seetauglich ist. Um Reparaturen kümmern wir uns später. Wenn überhaupt ein Schiff dieses Himmelfahrtskommando übersteht. Du hast das Kommando, Einser. Ei, ei. Und dann muss das Biest ja auch noch besiegt werden. Limsas Schicksal liegt in deinen Händen, Kriegerin des Lichts.